Der ein oder andere von euch hat ja vielleicht mitbekommen, dass ich in letzter Zeit öfter in dem ein oder anderen Heilgarten unterwegs war. Erst war ich im Heilgarten auf der Buda in Mannheim und dann kurze Zeit später in dem Heilgarten auf den Planten und Blumen in Hamburg. In beiden Fällen bin ich über den stechenden Mäusedorn gestoßen und fand seine Heilwirkung, insbesondere im Hinblick auf Venenleiden, so faszinierend und interessant, dass ich mir überlegt habe, mache ich mal ein Video drüber. Und dieses Video zeige ich euch heute. Und damit willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um den stechenden Mäusedorn. Vorab ein paar kurze Gedanken zu verschiedenen Dingen. Ich filme heute mal wieder von der weißen Wand, weil ich immer noch keinen Greenscreen habe. Ich muss mich da echt zeitnah mal drum kümmern, mir einen tollen Greenscreen zu besorgen. Und dann wird es auch öfter Videos vom Greenscreen geben. Vielleicht wird dann bei den Heilpflanzen-Videos im Hintergrund auch immer die Heilpflanze zu sehen sein und nicht irgendeine weiße Wand. Denn leider schaffe ich es ja häufig nicht, irgendwie eine Kulisse für die Pflanzen zu finden. Ich hätte für das Video von heute ja auch aus einem der Heilgärten drehen können, aber da hätte ich wieder extra mal hinfahren müssen. Und wenn ich jetzt nicht mal in Heilgarten bin, vielleicht denke ich dann mal daran, das ein oder andere zu produzieren, aber man weiß dann auch nie, welche Pflanzen dort sind. Zudem hat der ein oder andere von euch vielleicht mitbekommen, dass ich mir einen neuen, größeren, besseren Fotoapparat geholt habe. Das macht natürlich auch schönere, interessantere Fotos. Und auch das kürzlich erschienene Video zur Rolltreppe in Rendsburg habe ich mit Hilfe dieses Fotoapparats gedreht. Ihr könnt gerne unter diesem Video oder dem Video von neulich mal darunter schreiben, wie ihr die Qualität findet. Ich verlinke das Video zu Rendsburg mal oben in den Infokarten. Ja, bevor wir dann in das eigentliche Heilpflanzenvideo einsteigen, gibt es erstmal den obligatorischen Einleitungstext, den ich kurz vorlese, damit ihr auch wisst, warum mache ich den ganzen Quatsch hier überhaupt. Ich bin nämlich der Meinung, dass in einer Welt, in der Umweltschutz und Nachhaltigkeit immer wichtiger werden, auch die Bedeutung an Heilkräutern an Bedeutung gewinnt, weil die Nutzung von Heilkräutern Teil eines nachhaltigen und umweltbewussten Lebensstils sein kann. Zudem ist durch eine Vielzahl an Skandalen das Vertrauen in die klassische Medizin gebrochen, sodass es immer wichtiger wird zu wissen, was man mit Heilkräutern und gesunder Ernährung alles bewirken kann. Und genau das soll Ziel dieser Reihe hier auf meinem Kanal sein. Am Ende jedes Videos gibt es immer auch eine Playlist mit allen Videos, die bereits in der Reihe erschienen sind. Das Format erscheint in der Regel immer jeden zweiten Samstag um 20 Uhr. Sofern ich das zeitlich schaffe oder nicht andere Formate aufgrund des Datums oder anderer Ereignisse dann ausnahmsweise Vorrang bekommen. Kommen wir aber nun zurück zum eigentlichen Thema. Im heutigen Video soll es ja um den stechenden Mäusedorn gehen. Und dabei handelt es sich um ein Spargelgewächs. Und man kennt ihn auch unter dem Namen Dornmyrte oder auch stacheliger Mäusedorn. Im Jahr 2002 wurde er in Deutschland sogar als Arzneimittelpflanze des Jahres gekürt. Das ist jetzt genau 21 Jahre her. Und das passt auch, denn das ist wieder so eine Pflanze, die ganz viele Wirkungen hat, die aber natürlich bei falscher Einnahme auch giftig sein kann. Dazu später mehr. Tatsächlich wird so eine durchschnittliche Pflanze nur 20 bis 80 cm groß. Das könnt ihr auch auf dem Thumbnail-Bild sehr gut erkennen. Manche Pflanzen können aber auch bis zu 90 cm groß werden. Die Blütezeit der Pflanze ist zwischen März und Mai. Die Beeren gedeihen dann in der Regel zwischen August und März. Das heißt, aktuell kann man dort, wo diese Pflanze wächst, auch schöne, rote, pralle, kleine Bärchen sehen. Tatsächlich möchte ich aber davor warnen, die Beeren zu essen, denn die Beeren sind giftig, insbesondere wenn man sie direkt von der Pflanze pflückt, auch wenn sie teilweise von ihrer Form und Farbe her an Johannisbeeren erinnern. Tatsächlich kommt der stachelige Mäusedorn hier bei uns in Mitteleuropa gar nicht natürlicherweise vor. Man findet ihn hier nur in Heilgärten oder Orangerien. Natürlicherweise handelt es sich um eine Pflanze aus dem mediterranen Raum, also aus dem Mittelmeerraum und aus Südosteuropa. Teilweise ist sie auch im Schwarzmeergebiet verbreitet und so die nördlichste Verbreitung, die so typisch ist, das ist Ungarn. Was hat diese Pflanze jetzt an Wirkstoffen, die diese Pflanze besonders machen? Die Pflanze enthält viel Ruscin, Ruscogenin, Ruscosid,
Phosphaterole, ätherische Öle und natürlich diverse Flavonoide. Das sind viele wichtige Stoffe, die auch in vielen anderen Heilpflanzen, auch in Äpfeln, Bananen und anderen Obstsorten enthalten sind. Wie wird die Pflanze jetzt angewandt? Tatsächlich ist die Pflanze hilfreich bei Venenleiden, wie anfangs schon erwähnt. Also bei sämtlichen Verkrampfungen, Blutstauproblemen in den Venen kann man die Pflanze benutzen. Deshalb ist sie auch Bestandteil vieler tatsächlich vorhandener Arzneimittel. Aber wie gesagt, die Pflanze ist mit Vorsicht zu genießen. Dazu komme ich aber, wie gesagt, am Ende des Videos. Außerdem hilft die Pflanze bei der Behandlung von Ödemen und kann auch die Aktivität der Lymphgefäße steigern, was letztlich auch wieder gut für das Immunsystem und die Gesamtgesundheit ist. Tatsächlich hat sich der Mäusedorn in den letzten Jahrzehnten auch stärker als Mittel gegen Candida etabliert. Und das sind Pilzsorten, mit denen auch die Hefe verwandt ist, die aber auch gefährlich für den Menschen werden können. Und gerade hier sieht man eine zunehmende Gefahr, dass verschiedene Pflanzen der Gattung Candida langfristig für den Menschen gefährlich werden könnten, weil der Mensch sie auch verarbeiten kann und dann vielleicht nicht als Gefahr sieht. Und vielleicht könnte hier ein Arzneimittel extrahiert werden aus dem Mäusedorn, das dann letztlich als Mittel benutzt werden kann, um diesen Pilz zu bekämpfen. In der Antike wurde der Mäusedorn vor allem auch verschrieben bei Blasensteinen, Nierenbeschwerden und Gelbsucht. Außerdem wird er häufig auch gegen Hämorrhoiden eingesetzt und dabei handelt es sich letztlich auch nur um eine Venenkrankheit, nämlich eine Venenkrankheit am Anus. Und entsprechend kann das dabei dann auch helfen, dass die Venen besser abschwellen und dann verschwinden auch die Hämorrhoiden wieder. Darüber hinaus kann Mäusedorn auch eingesetzt werden, um Menstruationsbeschwerden zu lindern. Wie genau kann man den Mäusedorn jetzt zu sich nehmen? Nun, da gibt es mehrere Einsatzmöglichkeiten. Die effektivste Möglichkeit ist, ihn als Tee zu bereiten. Da sollte man aber ihn nicht in der freien Natur pflücken oder in irgendeinem Kräutergarten, sondern am besten in der Apotheke selber nachfragen, weil eben der Mäusedorn auch gefährlich sein kann. Zudem gibt es weitere Anwendungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel in Form von Kapseln und Tabletten. Fragt auch hier am besten euren Arzt, Heilpraktiker oder Apotheker, wie ihr da rankommen könnt und wie ihr das in Verbindung mit den Medikamenten oder Beschwerden, die ihr sonst habt, einschätzt. Denn eben birgt die Pflanze auch Gefahren. Die Pflanze Mäusedorn ist sehr giftig und darf ähnlich wie die Tollkirschen nicht einfach aus der Natur zum Spaß gepflückt werden, ohne zu wissen, welche Folgen das hat. Eine falsche Einnahme kann zudem zu gefährlichen Durchfallerkrankungen führen. Deshalb sollte man sie immer mit Vorsicht genießen. Und nicht jeder Mensch kann die Pflanze gut verdauen, weshalb man das immer absprechen sollte vorher. Weitere Informationen dazu stehen auch unten in der Infobox, denn bei jedem Heilpflanzenvideo informiere ich auch immer darüber, wenn ihr wirklich unsicher seid, wie ihr Pflanzen einnehmt oder bevor ihr irgendwelche gefährlichen Pflanzen einnehmen wollt, besprecht das immer mit eurem Arzt, Apotheker oder Heilpraktiker oder fragt in einem Reformhaus, fragt Leute, die Ahnung haben und vertraut nicht hier auf mich, denn ich habe hier lediglich interessante Infos. Das Video dient lediglich der Unterhaltung, ist natürlich keine Diagnose- oder Therapiebeschreibung. Ganz wichtig zu beachten ist, es kann im Zusammenhang mit dem Mäusedorn auch zu Blutdruckerkrankungen kommen. Das heißt, insbesondere wenn man selber Blutdruckmedikamente einnimmt, sollte man keinen Mäusedorn zu sich nehmen, weil da kann es zu ganz gefährlichen Wechselwirkungen kommen. Und das ist dann natürlich lebensgefährlich. Zudem enthält er auch Stoffe wie Saponine. Saponine sind Stoffe, die blockieren die Zink- und Eisenaufnahme des Körpers. Das heißt, hier sollte man aufpassen, wenn man zu natürlichem Zink- oder Eisenmangel neigt, sollte man keinen Mäusedorn zu sich nehmen oder alternativ zusätzlich mehr Eisen und Zink, damit der Körper das entsprechend bekommt. Es gibt viele andere Stoffe, die mit ähnlichen oder anderen Metallen Probleme haben und deshalb neigen viele Menschen mittlerweile zu Mineralienmangel, weil man teilweise gar nicht weiß, welche Pflanzen da Wechselwirkungen auslösen.
Ja, so viel erstmal heute zum Mäusedorn. Falls ihr noch Fragen zum Thema habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten gebt mir gerne natürlich auch einen Daumen nach oben. Und vielleicht sieht man den einen oder anderen von euch demnächst mal in einem Heilgarten, denn ich will öfter mal solche Garten besuchen. Ja, ich sage an dieser Stelle erstmal Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!